Wenn wir wissen, welches Volk das war und welche Gewohnheiten die haben, haben wir dann die Antwort dafür. Das waren die Sabi'a. Die leben immer noch in Irak, diese Sabi'a. Das waren die Sabi'a in seiner Zeit. Sie haben an Sterne geglaubt und an die Geschehnisse, die nach den Sternen entstehen. Ne? Diese Vorhersage. Ne? Dass man in die Sterne guckt und weiß man, wie morgen das Wetter aussieht. Oder dass man in die Sterne guckt und weiß man, wie mein Glück aussieht. Was mit mir passiert. Dieses Wissen wurde missverstanden später durch die Götzendiener und sie haben dann nachher an die Sterne geglaubt. So, oder dieses Wissen misshandelt. So, Ibrahim Salamullah alle hatte dieses Wissen gehabt, dass er in die Sterne gucken konnte und er konnte wissen durch die Sterne, dass er krank wird. Und seine Antwort, als er in die Sterne geguckt hat, sagte er, ich bin krank. Er hat nicht gelogen. Der ist krank. Die Sterne sagen, du bist krank. Wie genau wie der Koran sagt zu Muhammad, sondern du bist tot. Obwohl er noch nicht tot war. Das heißt, du wirst sterben. Du bist tot. Innaka mayyitun wa innahum. Das heißt, du bist tot. Und sie werden sterben. Das heißt, du wirst sterben. Das ist genau die gleichen Antworten von Ibrahim a.s. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist eine Erklärung. Eine andere Erklärung sagt, dass Ibrahim salamullah alayh geguckt hat Richtung Wahi, Richtung die Inspiration. Und hat er gesagt, ich werde krank oder ich bin krank. Ich bin krank, weil ich werde krank. Er hat nicht gesagt, dass ich jetzt krank bin, dass ich nicht mit euch gehen kann, sondern er hat gesagt, ich bin krank, das heißt, ich werde krank. So hat er das natürlich selber gemeint und hat er das für wahr auch gesprochen. Und dann sind sie von ihm weggelaufen. Fallu anhu mit Mudbirin. Die sind von ihm, haben sich von ihm entfernt. Und dann kamen sie zurück. In Surat al-Saffat haben wir das gelesen, dass er sie geschlagen hat, dass er die Steine, die Götzen geschlagen hat, mit seinen Rechten. Aber in Surat al-Anbiya lesen wir die Geschichte weiter. Die zweite Lüge, was Abu Huraira meinte, was er verstanden hat als Lüge, finden wir in Surat al-Anbiya ab Vers 61 bis 63. Er meinte, als sie ihn fragten, wer hat das gemacht? Er sagte, das ist der Größte von denen. Fragt sie, wenn sie reden können. Obwohl, dass Ibrahim das gemacht hat, ne, hat er behauptet, dass der hat den Schuld auf den Größten von den Figuren oder von den Statuen geschoben. In Surat al-Anbiya steht folgendes, قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ. Bringt ihn, also sie sprachen, bringt ihn vor die Augen der Leute, damit sie bezeugen. Sie haben ihn zum Rechtschaffen gezogen. Er wird abgefragt. قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ. Sie fragten ihn, hast du unseren Götter das angetan, o Ibrahim? Jetzt kommt, was Abu Huraira falsch verstanden hat. قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. Er antwortete, das hat wohl ihr Oberster da getan. Fragt sie, wenn sie sprechen können. Die Wahrheit steckt in diesem Vers. In wenn. Das heißt, wenn sie sprechen können, hat der Größte, der Oberste von denen, das gemacht. Was hat Ibrahim a.s. damit gemacht? Er hat sie verarzt, er hat sie geheilt durch diese Antwort. Das heißt, worauf habt ihr Angst? Deswegen habt ihr diesen Schmerzen, dass sie zerstört sind. Fragt sie, wenn sie sprechen können, dann hat der Oberste von denen das gemacht. Ne? Das heißt, wenn sie sprechen können, hat der Oberste
gemacht. Das heißt, er hat nicht gelogen, ich habe das gemacht. Verstehst du? Er hat sie ironisch beantwortet. Er hat sie zum Nachdenken gebracht. Denkt ihr nach, was ihr anbietet, kann nicht sprechen, können nicht sprechen. Sie sind zerstört worden. Und derjenige, der das gemacht hat, ist der Oberste, wenn sie sprechen würden. Das heißt, dieses Missverständnis von Abu Huraira, ne, würden wir auch haben, wenn wir Ahlul Bayt alaihimussalam nicht kennen würden. Weil, wie das so erscheint, in dem Koran erscheint wie eine Lüge. Wie das so zu verstehen ist, er hat verneint oder verleugnet, dass er sie zerstört hat. Aber die Rettung, Chef der Rettung, Ahlul Bayt, salamullah, Safinatu Nuh, davon retten sie uns. Von solchen Missverständnissen. Sie retten uns, dass der Koran uns nicht verdammt, wenn wir ihn lesen. Ne? Weil wir müssen den Koran lesen. Der Koran ist gekommen zum Lesen, nicht zum irgendwo in einem Regal zu verstecken oder auf ein Regal als ein Schmuckstück zu stellen. Nein, der Koran ist gekommen zum Lesen. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wie viele lesen den Koran? Und der Koran verdammt sie. Damit der Koran uns nicht verdammt, gehen wir zu Ahlul Bayt alaihimus salam, damit wir den Koran nicht falsch verstehen und falsch weitergeben und falsch vererben. Diese Sahabe damals sind genau Menschen wie wir. Und keiner verleugnet, dass sie Menschen wie wir waren. Ne? Keiner verleugnet das. Die sagen offensichtlich, dass Sahabe, die machen Fehler. Die sind nicht masum, die Sahabe. Wenn du deinen Weg, deine Religion von einem Nicht-Masum bekommst, bleibst du von dem Masumin entfernt. Bleibst du von dem Schutz entfernt. Weil sie nicht masum waren, ne? Sie haben den Koran falsch verstanden. Weil sie nicht masum waren, sie haben das Gebiet falsch überliefert. Weil sie nicht masum waren, sie waren nicht einig. Aber wenn du die Worte von Ahlul Bayt a.s. hörst, wie verschieden sind die Aussprachen von Ahlul Bayt a.s. sind, und wie einheitlich ist das, was Ahlul Bayt a.s. ausgesprochen haben? Wie verschieden die Reaktionen von Ahlul Bayt a.s. waren, dass Hassan a.s. war Frieden und Hussein a.s. war Revolution. Dass Fatima a.s. Friede, Revolution und Ali a.s. war Frieden. Und so weiter und so fort. Verschiedene Rollen. Aber ein gleicher Weg, einheitlich. Siehst du, eine Kette, eine goldene Kette. Von Imam al-Hasan al-Askari, salamullah alayhi, bis Imam Ali ibn Abi Talib, salamullah alayhi. Über Fatima, salamullah alayha, über Muhammad, salamullah alayhi wasallam, über Jibril, salamullah alayhi, von Allah, subhanahu wa ta'ala. Das sind die Menschen, die Allah, subhanahu wa ta'ala, für uns ausgesucht hat, damit sie uns den Koran erklären in ihrer Reinheit. Der Koran wird nur von den gereinigt worden sind, befasst oder begriffen oder beinhaltet. Nur von denjenigen, die gereinigt worden sind. Wer sind das? Innama yuridu Allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tathira. Diejenigen, die von Allah subhanahu wa ta'ala gereinigt worden sind und nicht die sich selber reinigen. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie gereinigt, nicht weil sie unrein waren. Nicht weil sie unrein waren. Er hat sie gereinigt, damit sie nicht unrein werden. Er hat sie gereinigt, damit sie nicht unrein werden. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat Asma gemacht auf Ahlul Bayt alaihimus salam. Damit sie das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, was rein und vollkommen ist, weitertragen können und übersetzen und erklären können.